Die Main-Neckar-Bahn ist eine 87 Kilometer lange Bahnstrecke, die Frankfurt am Main mit Mannheim und Heidelberg verbindet. Gemeinsam mit der parallelen Riedbahn verbindet sie nicht nur die Region Rhein-Main und Rhein-Neckar, sondern stellt auch eine wichtige Verbindung innerdeutscher und internationaler Fern- und Güterzüge dar. Eröffnet wurde die Strecke 1846. Im Gegensatz zur parallelen Riedbahn bindet sie auch die Großstadt Darmstadt sowie die ebenfalls größeren Städte Bensheim, Heppenheim und Weinheim an. Die Strecke führt dabei von Darmstadt bis Heidelberg immer entlang der sogenannten Bergstraße, einer Bergkette am Rand des Odenwalds. Die Strecke selbst ist allerdings vollständig flach. Da die meisten Fernzüge über die parallele Riedbahn fahren, verkehren hier vor allem Regional- und Güterzüge. Doch auch hier lässt sich immer mindestens ein Fernzug pro Stunde beobachten. Es handelt sich dabei immer im Wechsel um einen ICE der zweistündigen Linie Hamburg-Karlsruhe und einen IC der ebenfalls zweistündigen Linie Frankfurt-München, die sich zwischen Frankfurt und Heidelberg zum Stundentakt ergänzen. Erstere Linie hat auch einige Fahrten nach Stralsund und zum Teil Ostseebad Binz im Angebot, genauso wie einen IC nach Westerland. Die IC-Linie nach München hingegen ist meist nach Österreich verlängert und bringt Fahrgäste zweimal täglich nach Klagenfurt und einmal nach Graz. Weitere Züge verkehren bis Salzburg, einzelne enden aber auch in Stuttgart. Auf der IC-Linie Hamburg-Karlsruhe sind IC-T-Triebwagen unterwegs. Auf dem Zugpaar nach Westerland und der kompletten Linie Frankfurt-München sind es einstöckige Intercity-Garnituren mit 101er E-Loks. Ein Zugpaar nach Klagenfurt verkehrt auch mit ÖBB-Wagen im Taurus-Sandwich. Die Züge dieser beiden Linien halten alle in Darmstadt, Bensheim und Weinheim und verkehren über Heidelberg. Ein morgendlicher Zug hält auch in Heppenheim. Hinzu kommen etliche weitere einzelne Verstärker ICs und ICEs, die dann zum Teil andere Halte bedienen und dann auch zum Teil über Mannheim verkehren. Erwähnt seien hier als besonders hervorzuhebende Leistungen noch das ICE-Zugpaar Saarbrücken-Berlin sowie die Züge Darmstadt-München mit runter über das Ruhrgebiet und Darmstadt-Berlin, die alle mit ICE-3-Triebwagen verkehren, der Wochenend-ICE Stuttgart-Berlin mit ICE-T-Triebwagen sowie die zweimal täglichen Flixtrain-Züge Stuttgart-Berlin. Hinzu kommen auf der gesamten Strecke zwei stündliche Regionalzuglinien, die sich zwischen Frankfurt und Darmstadt zum Halbstundentakt ergänzen. Es handelt sich zum einen um die RB 67 und 68, die als gemeinsamer Zug von Frankfurt bis Neu-Edingen-Friedrichsfeld verkehrt und dort geteilt wird, mehr dazu gleich, sowie um den RE 60 Frankfurt-Mannheim. Der RE 60 hält deutlich seltener als die RB und ist daher etwa 25 Minuten schneller, weshalb er trotz des gemeinsamen Halbstundentakts zwischen Frankfurt und Darmstadt kurz hinter der RB in Neu-Edingen-Friedrichsfeld ankommt. In der einen Stunde hält der RE 60 dort nicht und die RB 67, also der hintere Zugteil der gemeinsamen Regionalbahn, fährt nach Mannheim. In der anderen Stunde hingegen hält er in Neu-Edingen-Friedrichsfeld und nimmt somit Anschlussreisende nach Mannheim auf. Die RB 67 verkehrt dann nach Schwetzingen. Der vordere Zugteil, das heißt die RB 68, verkehrt immer nach Heidelberg und zum Teil weiter bis Wiesloch-Walldorf. Selbstverständlich gibt es auch hier fernverkehrsbedingt einige Abweichungen sowie den ein oder anderen Verstärker, die hier aber der Übersichtlichkeit halber unerwähnt bleiben. Auf den eben vorgestellten Linien kommen seit Ende 2017 Twindex-Doppelstock-Triebwagen der Baureihe 446 zum Einsatz, wobei es sowohl 3 als auch 4 Teiler gibt. Auf der RB 67 und 68 müssen wegen der Zugteilung logischerweise immer Doppeltraktion verkehren, meist aus 2 4 oder einem 4 und einem 3 Teiler. Der RE 60 ist außerhalb der HVZ mit nur einem 4 Teiler, vereinzelt auch mit nur einem 3 Teiler unterwegs. In der HVZ verkehren dann auf manchen Leistungen ein 3 plus ein Vierteiler. Ein Halbstundentakt herrscht allerdings nicht nur zwischen Frankfurt und Darmstadt, sondern auch zwischen Bensheim und Neu-Edingen-Friedrichsfeld, da hier parallel die S6 der S-Bahn Rhein-Neckar von Bensheim nach Mainz im Stundentakt verkehrt. Hier kommen für 25 Elektrotriebwagen zum Einsatz, in den allermeisten Fällen in Einfachtraktion. Ebenfalls eine Verstärkung zum Halbstundentakt findet auch zwischen Darmstadt Hauptbahnhof und Darmstadt Eberstadt mit der RB 66 Darmstadt-Pfungstadt statt.
auf der die Vias mit Triebwagen der Baureihe 615, auch als Itino bekannt, verkehrt. Zwischen Frankfurt und Darmstadt gibt es selbstverständlich auch eine S-Bahn in Form der S3, die allerdings auch von der Main-Neckar-Bahn unabhängigen Gleisen verkehrt. Bislang kommt zusätzlich die S4 hier dazu. Deshalb halten sowohl die RB6768 als auch der A60 zwischen Frankfurt und Darmstadt lediglich in Langen. Zwischen Frankfurt und Darmstadt verkehren auch noch die Linien RB61 und RB82 auf Teilabschnitten der Main-Neckar-Bahn, die hier aber der Übersichtlichkeit halber nicht weiter thematisiert werden. Stattdessen soll noch kurz erwähnt werden, dass die Fahrzeiten von RE60, RB6768 und S6 so gelegt sind, dass in Darmstadt, Bensheim und Weinheim attraktive Taktknoten mit Anschlüssen in alle Richtungen entstehen. Zuletzt sei noch zu nennen, dass auf der Main-Neckar-Bahn auch ein reges Güterverkehrsaufkommen herrscht. Insbesondere zwischen Darmstadt und Neuedingen-Friedrichsfeld lässt sich in der Regel mit 2 bis 4 Güterzügen pro Stunde rechnen. Dabei können verschiedenste Loks, Wagen und Betreiber zum Einsatz kommen. Mehr über die Main-Neckar-Bahn könnt ihr in mehreren ausführlichen Dokumentationen erfahren, die ich euch alle in der Videobeschreibung verlinkt habe. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video und bis zum nächsten Mal.